Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Himmel und der Erde und allem, was dazwischen ist. Und ich bezeuge, dass niemand das Recht hat, angebetet zu werden, außer Allah. Und dass Muhammad sein Gesandter und sein Diener ist, sallallahu alaihi wasallam. Wir fahren fort mit der Biografie des Propheten Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Und zwar mit der Schlacht von Uhud. Mit der Schlacht von Uhud, dieser gewaltigen Schlacht, die zwischen den Muslimen und den Götzendienern von Quraysh in der Nähe von dem Berg von Uhud stattfand. Wir erwähnten die Ursachen dieser Schlacht und wie sie begann und einige Ereignisse in dieser Schlacht und dass in dieser Schlacht die Muslime anfangs am Gewinnen waren. Doch, dass dann etwas geschah, was den Verlauf dieser Schlacht veränderte. Wir erwähnten, dass etwa 60 Verse aus Surat Ali Imran über diese Schlacht handeln. Etwa 60 Verse aus Surat Ali Imran handeln über die Schlacht von Uhud. Von diesen Versen ist die sinngemäße Aussage Allah subhanahu wa ta'ala: Allah hat euch doch schon in Badr geholfen, als ihr verächtlich erschienet. Darum fürchtet Allah, auf dass ihr dankbar sein möget. Als du zu den Gläubigen sagtest, genügt es euch denn nicht, dass euch euer Herr mit 3000 herabgesandten Engeln unterstützt? Ja doch, wenn ihr standhaft seid und gottesfürchtig und sie unverzüglich über euch kommen, unterstützt euch euer Herr mit 5000 gekennzeichneten Engeln. Diese Verse. Geht es hier in diesen Versen um die Schlacht von Badr oder um die Schlacht von Uhud? Offensichtlich erscheint es vom Zusammenhang her, dass es hier um die Schlacht von Badr handelt. Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt die Schlacht von Badr und erwähnt, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam die Gläubigen ansprach und zu ihnen sagte, dass Allah sie unterstützen wird und dass sie die Unterstützung erlangen. Das heißt, dieser Zusammenhang ist was über die Schlacht von Badr. Und dies sagten auch einige der Gelehrten. Sie sagten, diese Verse handeln über die Schlacht von Badr. Sie sagten, denn diese Unterstützung, die erwähnt wurde, dass Allah subhanahu wa ta'ala eine große Anzahl von Engeln herabsandte, um die Gläubigen in der Schlacht zu unterstützen, geschah in der Schlacht von Badr. Was die Schlacht aber von Uhud anbelangt, so gab es keine Unterstützung. So gab es was? Kein Herabsenden von einer großen Anzahl von Engeln, die die Gläubigen unterstützen. Das ist eine Meinung. Die andere Meinung besagt, dass diese Verse und dieser Zusammenhang sehr wohl über die Schlacht von Uhud handeln. Doch diese Unterstützung, die Allah erwähnt hat, und zwar das Herabsenden von 3000 Engeln und von 5000 Engeln, wurde mit einer Bedingung erwähnt. Mit einer Bedingung erwähnt. Als diese Bedingung nicht erfüllt wurde, fiel die Unterstützung weg. Als die Bedingung was nicht erfüllt wurde, fiel diese Unterstützung weg. Was ist die Bedingung? Allah sagte was? Wenn ihr standhaft und gottesfürchtig seid, das war die Bedingung. Doch was geschah in der Schlacht von Uhud? Sie missachteten den Befehl des Propheten sallallahu alaihi wasallam.
Die Bogenschützen verließen ihre Position und missachteten den Befehl des Gesandten sallallahu alaihi wasallam. So sagten die Gelehrten, als die Bedingung nicht erfüllt wurde, gab es keine Unterstützung. Taib, warum wurde dann die Schlacht von Badr überhaupt erwähnt, wenn es hier um die Schlacht von Uhud geht? Sie sagten, Allah erwähnte die Schlacht von Badr in diesen Versen und in diesem Zusammenhang als Erinnerung für die Gläubigen gegenüber der Gunst Allahs, als er ihnen in Badr zum Sieg verhalf und ihnen die Engel herabsandte, die sie unterstützten. Wenn man die Verse davor liest und danach liest, sieht man, dass es hier um die Schlacht von Uhud geht und nicht um die Schlacht von Badr. Und deshalb sagten die meisten der Tafsir-Gelehrten, dass dies die korrekte Meinung ist. Dass mit diesen Versen die Schlacht von Uhud gemeint ist. Und ebenfalls Ibn al-Qayyim, rahimahullah, in seinem Buch Zad al-Ma'ad. Ebenfalls unterstützt und bekräftigt diese Meinung die Tatsache, dass Allah subhanahu wa ta'ala über die Schlacht von Badr in Surat al-Anfal sprach. Was sagte Allah subhanahu wa ta'ala dort? Er sagte sinngemäß, gedenke, als ihr euren Herrn um Hilfe anrieft, da erhörte er euch. Ich werde euch mit 1000 von den Engeln unterstützen, hintereinander reitend. Das war die Unterstützung bei Badr. Das heißt, diese Verse von Surat Ali Imran handeln um die Schlacht von Uhud. Das heißt also, in der Schlacht von Uhud gab es keine Unterstützung von Allah subhanahu wa ta'ala mit einer großen Anzahl von Engeln, die herabgesandt wurden. Heißt das aber, dass gar kein Engel dabei war? Überhaupt kein einziger? Nein. Vielmehr kam Jibril und Mikail alayhim assalam herab. Einer von ihnen war auf der rechten Seite des Propheten sallallahu alaihi wasallam und der andere von ihnen an seiner linken. Und zwar wurde authentisch überliefert, dass Sa'ad radiallahu anhu sagte, gewiss sah ich am Tag von Uhud zur Rechten des Propheten sallallahu alaihi wasallam und zu seiner Linken zwei Männer, die weiße Kleider anhatten. Sie kämpften sehr stark, yani sie verteidigten ihn sehr stark und kämpften sehr stark. Er sagte, ich sah sie weder davor noch danach. Diese zwei Männer. Ein Wortlaut heißt es, gemeint sind Jibril und Mikail alayhim assalam. Ebenfalls, was in dieser Schlacht geschah, ist die Schläfrigkeit, die auf die Gläubigen herabkam. So wie bei der Schlacht von Badr, wie wir erwähnt haben. Allah subhanahu wa ta'ala sagte sinngemäß, dann sandte er nach dem Kummer Sicherheit auf euch herab, Schläfrigkeit, die einen Teil von euch überkam. Und das waren wir, die Gläubigen. Er sagte, subhanahu wa ta'ala, sinngemäß, während ein anderer Teil um sich selbst besorgt war, indem sie von Allah in Gedanken der Unwissenheit dachte, was dem Wahren nicht entspricht. Und wer waren diese Leute? Die Heuchler. Das waren die Heuchler. Was sagen sie? Sie sagten, haben wir denn irgendetwas in der Angelegenheit, yani zu entscheiden gehabt? Sagt, die Angelegenheit ist ganz und gar in Allahs Entscheidung. Sie halten in ihrem Innersten verborgen, was sie dir nicht offenlegen. Sie sagen, wenn wir etwas von der Angelegenheit zu entscheiden hätten, würden wir hier nicht getötet. Bis zum Ende des Verses. Das heißt, diese Schläfrigkeit, die herabkam auf die Gläubigen, war eine Sicherheit für sie.
eine Sicherheit, so wie Allah es erwähnte. Und Allah, die Gelehrten erwähnten diesbezüglich, dass die Schläfrigkeit, wenn die Schläfrigkeit im Dschihad herabkommt, yani im Kampf auf dem Schlachtfeld herabkommt, dann ist diese Schläfrigkeit von Allah. Und dann deutet diese Schläfrigkeit auf was? Auf die Sicherheit und auf das Gute. Im Gegensatz aber, wenn die Schläfrigkeit während der Anbetung kommt, im Gebet, beim Lesen des Korans und so weiter, dort ist der Grund der Schläfrigkeit Shaitan. Der Grund, wenn die Schläfrigkeit während der Anbetung kommt, wie im Gebet oder beim Lesen des Korans, dann ist es was? Ist dies von Shaitan. Deshalb sagen die Gelehrten, dass es erwünscht ist, dann Wudu zu machen. Abu Talha radiallahu anhu war von denen, die dies erwähnten, yani diese Schläfrigkeit. Er sagte, ich war von denen, die diese Schläfrigkeit überkam am Tag von Uhud. Er sagte, bis mein Schwert, yani sogar, dass mein Schwert aus meiner Hand öfters fiel. Er sagte, es fiel aus meiner Hand, yani es fiel und ich nahm es. Es fiel und ich nahm es. Öfters geschah das, immer und immer wieder. Wegen was? Wegen der Schläfrigkeit, die ihn überkam während der Schlacht von Uhud. Und Anas radiallahu anhu sagte, ich hob meinen Kopf am Tag von Uhud und schaute. Er sagte, es gab keinen an diesem Tag, außer dass er unter seinem Schild vor Schläfrigkeit baumelte. Und das ist die Aussage des Erhabenen, indem es heißt, dann sandte er auf euch nach dem Kummer Sicherheit herab, Schläfrigkeit. Ebenfalls von den Ereignissen, die erwähnt werden von dieser Schlacht, ist die Tötung von Ubay ibn Khalaf. Die Tötung von wem? Ubay ibn Khalaf. Und der war einer der Köpfe der Götzendiener von Quraysh. Er drohte dem Propheten sallallahu alaihi wasallam in dieser Schlacht und sagte, ich werde nicht errettet sein, wenn du errettet wirst. Eine bedeutet was? Ich werde dich töten. Er drohte ihm und er wollte ihn erreichen. Doch der Prophet sallallahu alaihi wasallam kümmerte sich nicht um ihn. Die Sahaba radiallahu anhum sagten, O Gesandter Allahs, soll sich nicht einer von uns ihm widmen? Befehlst du nicht einem von uns, dass er ihn bekämpft? Er sagte, sallallahu alaihi wasallam, lasst ihn. Als er aber näher kam und den Propheten sallallahu alaihi wasallam töten wollte, heißt es in der Überlieferung, nahm der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam einen Speer von Al-Harith ibn As-Simma radiallahu anhu, worauf er den Speer rüttelte. Der Überlieferer sagte, als der Prophet sallallahu alaihi wasallam den Speer rüttelte, flogen wir wie Fliegen weg, die auf dem Rücken des Kamels sind, wenn es sich schüttelt. Er sagte, dann wandte er sich ihm zu und traf ihn an seinem Hals, worauf er von seinem Pferd hinunterstürzte und wegrollte. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam verletzte ihn an seinem Hals. Doch diese Verletzung war keine große Verletzung, es war nur ein kleiner Kratzer. Doch dieser Kratzer erzeugte einen Blutstau. Als die Quraysh wieder auf dem Rückweg waren nach der Schlacht, verspürte Ubay ibn Khalaf Schmerzen und jammerte. So sagten seine Gefährten zu ihm, was ist mit dir los? Es ist nur ein Kratzer. Es ist nur ein Kratzer. So sagte Ubay ibn Khalaf, bei Allah, Muhammad hat mich getötet. Bei Allah, Muhammad hat mich getötet. So sagten sie,
bei Allah, dein Herz ist weg. Yani dein Verstand ist weg. Was ist mit dir los? Du hast bei Allah nichts. Es ist nur ein Kratzer. So sagte Ubay ibn Khalaf, gewiss sagte er zu mir in Mekka, ich werde dich töten. Yani Ubay ibn Khalaf sagt was? Er sagte, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu ihm in Mekka damals gesagt hatte, ich werde dich töten. So sagte er jetzt was? Bei Allah, Muhammad hat mich umgebracht. Er sagte, bei Allah, wenn er mich anspucken würde, würde er mich dadurch töten. So heißt es in der Überlieferung, worauf der Feind Allahs bei Serif starb. Serif ist ein Ort, der etwa 6 Meilen von Mekka entfernt war. Er starb, während sie mit ihm nach Mekka zurückkehrten. Dieses Ereignis, und zwar diese Tötung von Ubay ibn Khalaf, ist eine bekannte Geschichte in den Büchern der Sira, in den Büchern der Biografie, doch die Überlieferungskette ist nicht authentisch. Und in dieser Schlacht geschahen noch andere Dinge. Und diese werden wir mit der Erlaubnis Allahs im nächsten Unterricht erwähnen. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad.